Aloy. Deine Kaja-Freundin kam hier durch. Sie ging zum Osseram-Lager, das ihr beide gesucht habt. Im Südwesten. Aloy, tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Kommst du mit dem Alleinsein klar? Ich habe Gaia und lerne, wie ich die Glyphen der Alten entziffern kann, um mich zu beschäftigen. Warst du mal wieder in Reinklang? Ich habe daran gedacht, aber ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Dem Chor bin ich bereits ein Dorn im Auge. Wüssten sie, was wir mit Fa... Selbst wenn sie es all die... Nein. Ich muss gehen, aber... Ich werde dran denken. Keine Munition mehr. Rennen? Die klingen definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Lass dir diese Chance zum Handeln nicht entgehen. Dein Verlust.
keine Tenakt-Siedlung. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Schockmunition wäre hier nützlich. Definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Ein Koch weiß sicher, was man daraus machen kann. Ich sollte mit Frostmunition schießen.
Sieht wie ein Ganzenhorn aus, aber mit gemeinerem Geweih. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Auch. Das Mädchen war nervöser als eine Sprungfeder. Sie hätte mich nicht schlagen müssen. Tja, ihr passte nicht, dass du ihr Gepäck durchwühlst. Sie hat dich gewarnt. Zweimal. Aber ich war doch nur neugierig. Da ist wirklich eine Menge Zeugs drin. Dank dir war sie schneller weg. Jetzt ist sie in der Wildnis, ganz allein. Wer weiß, was sie da draußen alles töten könnte. Jemand ist weggerannt? Ihr Namen weiß ich nicht. War sehr still. Weiß nicht, ob sie schüchtern oder verängstigt war. Sie wollte nur nicht, dass man ihren Sachen zu nahe kommt. Das ist sicher. Ich war nur neugierig, mehr nicht. Sie hätte mich nicht schlagen müssen. Dein Glaskinn ist nicht das Problem, Mann. Das Mädchen ist es. Ganz allein im Busch. Und das ist Tenakt-Gebiet. Wohin ist sie gegangen? Westlich den Hügel rauf. Finde sie, wenn du kannst. Mach ich. Aber pass auf, sie ist echt unentspannt. Du musst dich auf dich aufrutschen. Da draußen sind Tina. Und ich glaube, ich habe was gehört. Hier? Vielleicht über einen Pass. Ignorierst du mich Mach wieder? Laufen. Ein paar Tina haben hier in der Nähe einen Außenposten errichtet. Sie hat mich fast erschossen. Du solltest nicht zu tief in die Wüste gehen. Besonders nicht nach Südwesten. Einer unserer Späher hat dort echt fiese Tenakt gesehen. Diejenigen, die Maschinen zähmen. Er hat gerade so überlebt. Danke fürs Bescheid sagen. Die Rebellen sind wohl so freundlich wie eh und je. Ich frag mich, was sie so weit in der Wüste machen. Sachen für den Vorrat. Sieh mal einer an! Wir sind gestrandet. Aber die Ebenen haben eine gewisse Frage. Wenn du was erlebt willst, in der Nacht sind wir in der Nacht von Rebellen. Die Ebenen sehen ruhig aus. Sie sind weiter. Voller Gefahr. Meine Augen sind hier oben. Hast du dich verlaufen? Stahl und Funke. Wenn du nicht die Nadel im Heuhaufen bist. Wie bitte? Heiliger Hammer. Ich kenne dich. Du bist diese Nora. Die Retterin. Meine Retterin.
Genau zur rechten Zeit. Ich bin Porguf Stöbermann, Chefstöberer und Leiter von Porgufs Expeditionen und Lieferant feinster Stöberwaren. Und wovor rette ich dich genau? Tod und Verzweiflung, meine Stahlflammenfreundin. Diese großartige Expedition hier erlitt einen kleinen Rückschlag. Nicht weit von hier ist ein geheimer Tunnel. Ein Durchgang der Alten, verloren und wiedergefunden. Ich und die Hälfte des Trupps gingen voran. Die andere Hälfte sollte unmittelbar danach kommen. Tage später kam nur ein einziger Mann, zitternd wie ein Frosch im Eiswasser. Er sagte uns nur, dass Tod und Dunkelheit sie verfolgten, als der Tunnel einstürzte. Er starb mit schreckensweiten Augen. Ich war auf der Ostseite des Tunnels. Der Weg war von Geröll blockiert. Da lag auch ein Toter. Einer deiner Stöberer, schätze ich. Aber keine Spur vom Rest des Trupps. Könntest du bitte leise reden? Der Rest des Trupps hat schon Angst. Sie weigern sich weiter zu stöbern, bis sie einen Weg hier herausgefunden haben. Du hast den halben Trupp verloren und sorgst dich um die Grabung. Ihr Opfer muss sich doch auch gelohnt haben, oder? Außerdem, jetzt da du da bist, sind unsere Tage als Gestrandete vielleicht gezählt. Hilf mir, den Tunnel wieder zu öffnen und ich beteilige dich am Gewinn. Wie findest du das? Woher weißt du von diesem Geheimtunnel? Die Kunst des Stöberns natürlich. Ein Stöberer ist nur so gut wie sein Gespür für gute Orte. Okay, na gut. Drei Osaram kennen angeblich einen Weg um die blutrünstigen Tenakt herum. Zu unberührten Grabungsorten im Westen. Dann könnte ich jemanden eingestellt haben, der was vom Finden und Verfolgen versteht. Ein Spion? Hör zu, wenn die Gerüchte stimmen, gibt es genug Grabungsorte für ein Dutzend Trupps. Aber jemand muss den ersten Schritt wagen. Ein Basislager, eine zuverlässige Versorgungsroute, den Ort gegen Maschinen bewachen. Ich schätze, die Osseram würden aus Sand viele Scherben machen. Ganz genau. Was weißt du über das Gebiet? Tja, nördlich von hier leben die bösartigen Tenakt. Angeblich trinken sie Blut statt Wasser. So überleben sie in diesem Ödland. Im Süden, da gibt's alles. Tod, Wüste und die Grabung. Stell dir einfach ein riesiges Grab der Alten vor. Verbogene Metallruinen, verborgen im Sand. Bewacht von Stürmen und so bösartigen Maschinen, dass du dir wünschst, dass sich ein paar Grauhabichte auf dich stürzen. Nicht einmal die Tenakt wagen sich tief in die Ruinen. Nur die mutigsten Entdecker gehen da hinein. Wie du selbst? Natürlich. Irgendwann. Mal sehen, was ich tun kann für den Tunnel. Haha, meine Retterin. Für die Leute, die hier eingesperrt sind. Nicht deine Grabung. Ist doch das Gleiche. Ist er das, da drüben? Das ist er. Oh, wenn du schon dort bist, könntest du nach meiner Kassette suchen? Der zweite Trupp sollte den Rest der Vorräte und des Gepäcks mitbringen. Ich würde sie nur ungern verlieren. Meine Mutter hat sie handgeschnitzt. Ich bringe sie mit, wenn ich sie finde. Ich danke dir. Viel Glück, Stahlflamme. Warten macht mir nicht auf. Ich sehe gern den Wirbelwinden zu. Ja, wenn du! Ich noch einmal Wildschwein eintopfen.
Immer mit der Ruhe heute. Hey, das ist sie. Sie hat die Dornrücken ausgelöscht, ohne Hilfe. Die Maschine ist widerstandsfähig gegen Feuer. Der Langhalt sieht beschädigt aus. Sollte ich mir genauer ansehen. Da ist der Tunneleingang, den Porgus erwähnt hat. Ich muss den vermissten Trupp finden und den Weg nach Osten freimachen. Da sind Trümmer, aber keine Blockade oder Spur des vermissten Trupps. Vielleicht sind sie weiter hinten. Feuerglimmer müsste ich sprengen können. Und jetzt weg damit. Hier drin lebt noch jemand. Hier drin?
Also bist du echt? Ich dachte, ich träume. Was ist passiert? Ein Schrecken im Dunkeln. Die Welt erschauderte. Eine Maschine? Ich hab's nicht gesehen. Die Karawane. Wir rannten alle. Alles stürzte ein. Krabbelte hierher. Konnte nicht entkommen. Kam jemand raus und fand die erste Karawane. Ja, das hat jemand. Gott. Wenigstens bin ich nicht allein. Ruhe in Frieden. Da hat wohl etwas Großes den vermissten Trupp angegriffen. Ich beeil mich lieber. Horus vermisst der Expedition. Anscheinend haben die Gräber sie erst. Sie sagte, eine Art Schrecken hätte sie angegriffen. Ich glaube, die Gräber waren es nicht. Man muss vorbereitet sein.
mich, ob mein Fokus mir etwas zeigen kann. Mich in der Spurenwolke verstecken. Diesen Schutz sollte ich mit dem Zugwerfer beseitigen können. Scheint es rauszugehen.
Dieser Steinbrecher wird niemandem mehr Schwierigkeiten machen. Die Osserer müssen von Osten in die Schlucht gekommen sein. Das sehe ich mir mal an. Nehme ich mit. Auf den Wagen müssen die Vorräte sein, die der zweite Trupp bringen sollte. Porgov meinte, seine Kassette müsste darunter sein. Porgovs Kassette. Ich sollte sie zu ihm bringen. Die Wand ist wohl beim Angriff des Steinbrechers eingestürzt und hat die Osseram in der Schlucht eingesperrt. Der Rest muss in den westlichen Tunnel gerannt sein, um zur anderen Seite zu kommen. Wenn ich das hier sprenge, kann ich das Geröll beseitigen. Feuermunition auf diese Lohefässer dürfte ausreichen. Thank you.
da willkommen, Fremde. Wurde auch Zeit, dass er wieder an das Loch zurückfliegt, aus dem er kam. Luft schnappen, hm? Du bist doch der Feuerkopf, der Alvend aus der Schmiede rausgeworfen hat. Petra meinte, du hast Ärger. Und Ärger ist immer gut für mein Geschäft. Sieh dich um. Solche Waffen findest du sonst nirgendwo im Schrecken. Garantiert. Schau mal wieder rein, Rotschopf. Vielleicht ist mein Glückshammer bis dahin auch fertig. Vielleicht lässt du ihn mal heil. Heiß wie eine Osseram-Schmiede, würde Erend sagen.
müsste jetzt frei sein. Thorgov sollte das erfahren. Ich habe keinen Karja unter den Toten entdeckt. Amadis hat es wohl geschafft. Ich bin wohl wieder im Niemandsland. Jetzt kann ich mich ungehinderter bewegen.